ist wieder euer A2K101, heute mit einem weiteren Replay, und zwar geht es diesmal um die Anshan. Ich will die mal kurz vorstellen. Anshan ist ein Tier 6 Zerstörer der Chinesen, also Pan-Asia nennt sich das. Premium-Schiff, ist im Endeffekt wie eine Knefni, nur mit besseren Torps, hat also 8 Kilometer anstatt 4 Kilometer Torps, und ja, spielt sich eigentlich recht gut, hat recht gute Sichtbarkeitswerte, die Kanonen sind recht gut und es ist recht schnell. So, das erste, was ich hier machen werde, ich bespreche mal wieder mit meinem Team, was geht, also Kommunikation, und ich sag denen, ich fahre jetzt hier zu B, um zu spotten, und die Cleveland wird mich da jetzt begleiten, genauso wie die Molotov, was sehr praktisch ist, weil erstens die Cleveland kann nicht in A reinfahren, weil dann die Range nicht ausreicht, und er muss, wenn er sich so weit reinfährt, sich weit, sehr, sehr weit exponieren und muss eigentlich dauergesmoked sein, um das quasi ja, für ihn spielbar zu machen, was im Endeffekt nicht so immer funktioniert. Wenn wir nur einen DD verlieren dort, ist die Hölle los. Also wie gesagt, der Plan bleibt, ich fahre zu B und spotte. Wir haben hier einen Moment, 3DD-Game auf jeder Seite und ja, ansonsten recht ausgeglichen. So, und jetzt ist es halt, wie gesagt, ich versuche da ein bisschen Unruhe zu stiften. Also mein Hauptplan ist erstmal, das Cappen zu unterbrechen, der Gegner. Also wenn die ins Cap fahren, dass man das dann unterbricht, damit unsere DDs das schneller cappen können. Mal gucken, ob mir das gelingt. So, jetzt wie gesagt hier vorsichtig rein. Ich habe jetzt nicht die Intention, da reinzufahren. Ich smoke jetzt schon mal für die Cleveland und die Molotov, die hier rüberkommen. Und die Arizona kommt auch hier rüber. Also es ist schon eine Menge Firepower. Der Sinn und Zweck der Sache ist, erstens den Kreuzern zu ermöglichen, auf die Schlachtschiffe zu schießen. Und zweitens, die Arizona ist jetzt hier runter mitgefahren. Das ist gar nicht doof, weil sie dann noch einen anderen Winkel auf die Schiffe hat. Das heißt, dann muss sich der Gegner, die gegnerischen Schlachtschiffe müssen sich gegen zwei Seiten winkeln. Oder sie bleiben halt da, wo sie jetzt im Moment sind, sprich da oben hinter diesen einen Felsen hier, wo sie halt kaum Einfluss auf das Spiel haben und kaum ihre Schiffe unterstützen können. So, der Smoke ist gelegt. Die Schiffe kommen da jetzt auch gleich ran. Ja, und da spotte ich schon die Shinonome. Und werde mich aber auch gleich abdrehen. Ich will da gar nicht weiter reinfahren. Weil das sind dann halt schon ein bisschen viele Schiffe auf einmal. Und wie gesagt, es ging halt nur darum, das erstmal zu... also Schaden auf den gegnerischen DDs zu verursachen. Ich bin ja nicht alleine, das sind ja noch mal ein paar mehr. So, jetzt bin ich unspotted, weil sie sich alle gesmoked haben. Das mussten sie, weil die Molotov und die Cleveland natürlich da ziemlich zugeschlagen haben. Währenddessen sage ich meinem Team, dass der Smoke ausläuft. Das ist eine wichtige Info. Sonst wird es nämlich nicht so gut. Jetzt warte ich halt, spotte ich halt wieder. Okay, da kommen Torps, wie erwartet, jede Menge. Nehmen wir 3 Shinonomes, das ist eine Menge Torps, die da hier diesen Weg lang kommen können. Die Cleveland hat auch noch den Vorteil, dass sie da unten, ich kann das mal zeigen, von der Position, wo sie ist, nicht gespottet werden kann, wenn die DDs nicht hier unten sind. Das heißt, das verhindern wir ihr auch. Genau das gleiche gilt für die Arizona. Ich werde mich jetzt hier zurückziehen, lege einen neuen Smoke und will dann ins Cap reinfahren, um quasi den Punkt Generierung des Gegners ein bisschen zu unterbrechen, um uns einen Vorteil zu schaffen. Und eventuell natürlich DDs spotten.
So, jetzt mock ich wieder. Versuche den Biss an den Rand zu setzen, damit komplettes Sichtfeld weg ist. Ah, und da werde ich auch schon direkt gespottet. Was jetzt nicht ganz so praktisch für mich ist. Aber ihr seht, die Schlachtschiffe sind immer noch da oben. So, der ist schon mal tot, das ist schon mal sehr gut, das gibt uns einen Riesenvorteil. Jetzt repariere ich hier ganz schnell, damit ich mit Speedboost hier wegkommen kann und nicht mehr gespottet bin. Wie gesagt, das sind halt immer nur diese kleinen Angriffe, Nadelstiche. Man möchte möglichst vorsichtig mit seiner HP vorgehen. Also wenn jetzt das ganze gegnerische Schiff, ganzen gegnerischen Schiffe da relativ nah in der Mitte gewesen wäre, dann wäre ich da sicherlich nicht reingefahren, weil dann wäre das fokussierte Feuer echt übel geworden. Also, so habe ich jetzt halt schon ein bisschen HP verloren, aber wie gesagt, der gegnerische DD ist tot, das ist schon mal sehr wichtig. Und ja, es geht wie gesagt nicht immer nur darum, so viel Schaden wie möglich zu machen, nein, es geht darum, dass man für sein Team spottet, das Team smoked und die Caps contestet. Und die Torps sind meistens ein Gimmick, die Torps kann man meistens erst dann richtig effektiv einsetzen, wenn man die gegnerischen Zerstörer rausgenommen hat, weil dann hat das gegnerische Team wenig Spotting. So, jetzt fahre ich wieder rein, um die DDs wieder zu spotten und auch um zu meiner Bayern zu fahren, die da relativ alleine ist und die da eigentlich keinen Spotting hat. Und da ist jetzt die Shinonome. Also wie gesagt, von der Gunpower her ist die anscheinend halt wesentlich besser als alle anderen. Bis auf die Farragut. Die Farragut ist im Nahbereich noch besser. Ich habe ja hier auch Adrenaline Rush drauf. Da sieht man dann halt auch, dass das jetzt richtig kickt. So, jetzt smoke ich mich ab, weil ich will nicht noch meinen letzten HP noch verlieren. Die Shinonome kann so und so nicht mehr viel machen. So, jetzt fahre ich hier wieder raus, damit ich sicherheitshalber keinen Torp fresse, falls der getorpt haben sollte. So, ich fahre jetzt ein bisschen nach unten, weil ich habe immer noch diesen Debuff drauf. So, jetzt ist er weg. Wenn man schießt, dann hat man ja diesen Debuff, wo die Sichtbarkeit natürlich dann höher ist. Und ja, das will man natürlich vermeiden. So, jetzt haben sie schon zwei DDs weniger, wir führen halt signifikant, das ist schon sehr wichtig. Und die Bayern fährt da recht aggressiv, kann sie aber jetzt auch. Wie gesagt, die andere Seite da unten, die pushen jetzt Richtung B. Und insofern ist die, da ist eine Fubuki vorne dran, die kann spotten, das heißt die Bayern ist relativ sicher vor der letzten Shinonome, die irgendwo rumfährt. Jetzt gucken wir mal, ob wir die Graf später eventuell mit Torps irgendwie wegkriegen. Also bis jetzt sieht das ja alles sehr gut aus, wir führen in Punkten und so weiter und so fort. Jetzt achte ich darauf, dass wenn die Graf Spee hier reinfährt, nicht direkt spotten kann. Schießt auch nochmal so
geschätzte Torpedos, wo er eventuell reinfahren könnte. Jetzt sehe ich, dass die Cleveland ziemlich low ist. Dann schieße ich natürlich da drauf. Und tot ist sie. Sehr gut. Er ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig mit der Graf Speda jetzt. Die kann natürlich auf mich schießen. Ich versuche jetzt halt erstmal nicht zu schießen. Ist ziemlich nah dran. So, jetzt bin ich nicht mehr gespottet. Jetzt kann ich wieder entspannt machen. So, jetzt mache ich etwas, was man immer noch ausnutzen sollte. Man sitzt hinter dem Smoke. Der kann mich nicht sehen. Ich kann halt schießen. Man kann jetzt ganz entspannt das Cap unterbrechen. Kriegt er auch noch ordentlich Torpedos ab. Also er ist so gut wie tot. Jetzt bin ich zwar gespottet, jetzt ist mir aber auch egal. Und da ist das Spiel auch schon vorbei. Also richtig schnell. Und ja. Hier sind die Abschlussstatistiken. Wie gesagt, nicht viel Schaden, waren aber auch immer jede Menge DDs drin. Die gegnerischen Schiffe waren halt meistens passiv oder gezwungen da zu bleiben, wo sie waren, also sprich hinter dieser Linie von Felsen. Ja, 27.000, hauptsächlich Schaden auf DDs, können wir gleich sehen. Zweiter im Team, meine Cleveland, die ich da am Anfang gesmoked habe, die hat natürlich richtig Schaden gemacht, zumindest sieht so aus. Aber eigentlich, ich meine, wir haben kein Schiff verloren, das sagt schon einiges. Ja, also das, ich habe nach dem Spiel erstmal alle recommended, weil das muss man erstmal hinkriegen. Ja, wie ihr seht, hauptsächlich den Schaden auf den DDs. Shinonome, Shinonome, Shinonome. Ein bisschen was auf der Graf Spee, aber auch nicht zu viel. Ein bisschen was auf der Cleveland. Ja, ich hoffe, das hat euch gezeigt, weswegen die anscheinend so gut ist. Wenn ihr ein Premium sucht für die Ranked Season und ihr gerne Zerstörer fahrt, das Schiff kann ich euch definitiv empfehlen. Einziges Nachteil ist, dass ihr mindestens 12 Punkte Captain braucht oder ihn schnellstmöglich hochspielen solltet, weil dieses Schiff hat halt eine sehr langsame Turmdrehrate, deswegen braucht ihr Expert Marksman oder Elite-Schütze, das ist glaube ich in Deutsch, damit das wirkungsvoll genutzt werden kann. Alles andere da drauf ist halt Gimmicks. Also Concealment Expert, also Tarnungsexperte und ja, die üblichen Zerstörer-Skills solltet ihr drauf haben. Ja, das war's auch schon wieder. Schnelles, kurzes Game. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das euch anzugucken und hat euch weitergeholfen. Wenn irgendwelche Fragen auftauchen, schreibt es drunter. Ansonsten gebt dem Video ein Like, freue ich mich immer drüber und ja, bis zum nächsten Mal.